So, jetzt sind wir in Pisa angekommen. Florenz war ein bisschen weit für uns weg, weil wir ein bisschen später heute aus dem Schiff gekommen sind. Deswegen sind wir jetzt nach Pisa gefahren. Und es regnet leider ein bisschen, also hat geregnet, jetzt geht es gerade wieder. Deswegen habe ich mir ein Zöpfchen geflochten. Und ja, ich zeige euch mal, was hier Schönes gibt. Natürlich den schiefen Turm von Pisa, da kommen wir gleich noch näher hin. Aber hier sind schon so ein paar, keine Ahnung, Kathedralen, Kirchen, ich weiß es nicht. Zeige ich euch ja mal. Hallo! Wir sind jetzt in, wie Ann-Christine sagen würde, in Barcelona. Und ja, der erste Weg hierhin ist in Richtung Sephora. Weil ich benutze ja immer, ihr wisst das ja, ich benutze ja eigentlich immer für meine Augenbrauen, das ist Puder von Catrice. Habe ich aber zu Hause gelassen und gedacht, komm, nimmst du nur einen Stift mit von Sleek so ein. Weil ich ja Augenbrauenstift eigentlich nicht so gerne mag und ich wollte ihn halt aufbrauchen. Jetzt ist er schon 2 Tage zu früh leer gegangen und das geht natürlich nicht. Also jetzt bin ich auch ungeschminkt, aber abends, wenn wir uns schick machen, muss ich ja meinen Augenbrauenstift haben, sonst geht das nicht. Deswegen geht es jetzt zum Sephora und ich hoffe, ich finde da irgendwas, was nicht allzu teuer ist. Ich glaube, ich bin soeben in den größten Sephora überhaupt reingekommen, den ich jemals gesehen habe. Ich war schon in vielen Sephoras, in mehreren Ländern, aber das ist, ja. Romantische Bootstour und Juliane darf wie immer die Arbeit machen. Wir haben das Vergnügen, wie das halt so die Aufteilung bei uns ist. Ne? Und übrigens haben Juliane und ich uns, also ich habe mich entschieden, ich weiß noch nicht, ob bei Juliane es sicher ist. Juliane, ist es bei dir sicher? Sie macht ja. Wir lassen uns wahrscheinlich, wenn das einigermaßen seriös ist, gleich noch ein Tattoo stechen. Ich habe ja bis jetzt noch keins, ich habe ja nur ein Piercing. Aber ich wollte schon immer ein Tattoo haben, von daher eventuell machen wir das gleich ganz spontan. Ihr werdet sehen, weil dann wird Ann-Christine filmen, wie wir beide leiden oder nur ich leide, weil ich habe mich eigentlich dazu entschlossen,
Auch wenn es, also... Oh, Babygänse! Oh, sind die flauschig! Oh, wie flauschig! Noch eins! Oh, seid ihr cute! Okay, auf jeden Fall, ja, das ist der Plan. Wir werden sehen. Hier, Babygänse, ihr dürft sie auch mal anschauen. Seht ihr die Babygänse? Hier ist Babypapa und das ist die Babymama. Nicht Babymama, also Mama halt. Oh, sind die flauschig! So, hallo zusammen. Ich wollte einfach nur den Urlaubsvlog beenden, weil ich tatsächlich gar nicht mehr gevloggt habe. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich habe es nicht geschafft. Und habe ich euch gesagt, wo ich das letzte Mal, glaube ich, dass ich das mit dem Tattoo erzählt habe. Ich habe keins, das war zu teuer in dem Moment, hatten wir gerade nicht so viel. Allerdings werdet ihr im nächsten Vlog sehen, den ich jetzt starte, dass es jetzt ein Tattoo gibt. Ja, heute, ich stehe jetzt schon hier, wo es gleich ein Tattoo geben wird. Ich glaube zumindest, ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Das erfahrt ihr oder seht ihr im nächsten Vlog. Bis dann!